unfassbar. Jo, meine Freunde, was geht? Gut, jetzt hat's aufgehört. Im Hintergrund war gerade noch irgend so ein Auto von Noah unterwegs. Wir gucken heute die spontane Roomtour bei Montana Black. XXL Kleiderschranktour von Tom Sperm. Ich muss tatsächlich zugeben, also ich habe ja mal ein Video gegen Tom Supreme gemacht. Ich werde einfach Supreme sagen, weil Sperm ist halt so. Ich war auch mal kurz davor, Sperma zu sagen. Nicht so als Front, sondern ich weiß nicht, ich lese da irgendwie mal Sperma raus. Keine Ahnung. Ja, ein bisschen B schadet nie. Aber ich muss tatsächlich zugeben, ich habe ihn ja mal kritisiert gehabt für sein Video mit den Obdachlosen, was er damals gemacht hat. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Muss aber tatsächlich zugeben, dass ich in letzter Zeit, gerade wenn ich Videos auf Eikuchen oder so hochlade, seine Videos auch hin und wieder gucke. Ich finde, der macht teilweise echt geile Videos. Auch das hier, ne, an dem gefälligsten Ort der Welt, habe ich auf jeden Fall sehr gefühlt. Also ich gefeiert, das war sehr, sehr nice. Und auch andere Videos von ihm, auf jeden Fall sehr lustig. Ne? Also, ja, doof, dass unsere Beziehung jetzt für immer belastet ist, weil ich ein Video gegen dich gemacht habe, aber korrekter Typ auf jeden Fall. Kriegst du morgen deinen A8 oder noch nicht? Nächste Woche. Das fühle ich schon, also es sieht richtig geil aus. Bruder, habe ich noch nie getragen. Wurde schon mal anal eingeführt? Die Leute haben sich darüber lustig gemacht. Ich finde das immer noch echt schick, das Ding. Oh, das ist auch nice. Ey, ich glaube ich auch. Yo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen heute zum neuen Video, Freunde. Heute gibt's was ganz Besonderes. Und zwar, Freunde, besuchen wir heute einen ganz alten Kollegen von mir. Digga, wartet mal hier für den Chat. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Die Frage ist, warum KuchenTV nach Adressen nachfragt. Ich check das nicht, warum du Adressen unbedingt herausfinden musst. Beantworte diese Frage, wenn du Ex hast. Digga, wenn du Ex hast, Digga, als wenn das jetzt eine Frage wäre, die man als Influencer auf jeden Fall ausweichen würde. Bro, sorry, das ist mir zu hart, da kann ich nicht drauf antworten. Ich meine, Digga, ich habe das halt in dem Video gesagt, damit ich die Leute abmahnen kann. Digga, wenn du nicht mal, das ist ein Satz gewesen. Das habe ich sogar in meinem Video genauso gesagt. Ich wollte die Adresse haben, um ihn abzumahnen. Also, wenn du nicht mal einen Satz verstehst, dann würde ich sagen, schalt das Internet ab oder hol dir irgendwelche Lern-Apps oder so für Deutschverständnis. Meine Güte, ey. Ach, geil. Wir kennen uns schon seit ein paar Jahrzehnten. Nein, Freunde, heute besuchen wir auf jeden Fall Montana Black. Ja, ich frage mich bestimmt, wie ist das Ganze zustande gekommen, wie kann es passieren, wie kann es sein? Wir haben einfach ein bisschen über Instagram hin und her geschrieben und deswegen werde ich ihm heute ein Geschenk vorbeibringen und wir werden heute nach Buxtehude fahren und ein bisschen ihn kennenlernen. Wir machen uns auf den Weg nach Buxtehude, deswegen let's go. Yo, danke, Digga. Sowas feuer ich immer übelst. Das ist das Wetter, was ich ganz schön cringe, wenn man keine Tiefgarage hat, ne? Liebe. Kannst du echt, können wir jetzt hier einfach Autobahnpolizei? Ich mach den Spaß hier an. Einfach krass. Komplett unnötig. So, Freunde, wir sind an der Adresse angekommen. Was ich lustig finde, es gibt irgendwie diese Apo-Red-Vibes. Ich weiß nicht, ob einer von euch... Ja gut, das zensierte aber da hinten diese verpixelten Bäume nicht, Digga. Jeder weiß, dass er in Minecraft wohnt. Ich das noch irgendwie sich daran erinnern kann. Apo, R.E.D. Burge ist alles süß. Dazu noch aus dem leckeren Baba-Kanister. Eine Folge Jojo. Alles ihr Leben richtig gemacht. Das war einer meiner ersten Videos, wo ich ApoRed quasi auch was vorbeigebracht habe und einfach bei ihm zu Hause reingeschneit bin. Ja, mal sehen, was jetzt, ob er da... Ach krass, so ein Format bei ihm oder was? Heftig. Das, aber wir sehen uns gleich, deswegen let's go. Okay, Leute, da würde ich sagen, wir sind echt in der Heiligen Halle drin. Leute, und guck mal, wer hier sitzt. Es geht. Freunde, ganz lustig, ich wollte einfach den ersten Moment ein bisschen filmen, was einfach immer cringe ist. Ich find's immer geil. Aber ich habe ein kleines Geschenk für dich, weißt du, auch? Ja, Geschenke kriegen wir noch. Ja, ich habe noch nicht so viel verraten, Freunde, aber damit die Geschichte mal. Ich finde übrigens auch, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Na gut, also wenn man jetzt eine neue Person trifft, so das erste Mal oder sich das erste Mal generell privat trifft, ich finde immer so, die ersten Minuten sind immer ultra cringe. Das ist bei Kaffee und Kuchen halt auch so gewesen. Egal bei wem ich war, ich finde so, die ersten Minuten sind immer mega unangenehm. Auch so, zum Beispiel, wo ich bei Trimax war oder so, ich weiß nicht, man hat so noch keine Base, so weißt du, so normalerweise, wenn man dann irgendwie ins Gespräch kommt, so, dann hast du halt das eine Thema, so, dann baut das auf das andere auf und dann kommt man halt so weiter und man unternimmt ja vielleicht auch was, wodurch man dann ein bisschen mehr reden kann. So, aber am Anfang ist es halt immer so, ja, man chillt so und denkt so, ganz cool. So, er hat mir zum Beispiel am Anfang, hat er mir das Dach gezeigt halt, wo er wohnt. Und da waren wir auch im Fahrstuhl und das war so eine richtig unangenehme Stille. Und ich dachte so, ja, was sage ich jetzt, Digga? Und dann dachte ich wieder so, Bro, chill, sag lieber gar nichts, bevor du jetzt irgendwas Komisches sagst. Dann wird es eine super weirde Situation. So, dass keiner was sagt, ist zwar auch unangenehm, aber unangenehmer wird es, wenn einer dann so gezwungenermaßen so, boah, der Fahrstuhl ist ja ganz schön groß, ne? Boah, der ist aber schnell. Aufgeklärt wird, Monte war interessiert an einem Piece, was ich zu Hause habe, was es ganz selten auf der Welt gibt, was mittlerweile auch ausverkauft ist. Deswegen habe ich ein cooles Angebot gemacht und das habe ich ihm heute mitgebracht. Ich bin mal gespannt auf seine Reaktion. Hier ist nämlich noch was von Moncler am Start. Boah, können wir am besten mal gleich mal ein bisschen Modeschau machen. Ich habe sogar sowas Ähnliches mir jetzt gerade auch gesneakt. Hier, ähnlich, auch von Moncler. Ist auch eigentlich ganz, ganz schick, Digga, ne?
Boah, das Einzige, was ich so. Hier nicht so geil finde, ist dieser Plastik. Wenn du Ober, also wenn du nur ein Unterhemd anhast oder ein T-Shirt, dann ist dieser Stoff so, fühlt sich so nicht so geil an der Haut an. Aber für sich ein schönes Stück von Moncler auf jeden Fall. Man sieht schon, Freunde, Gucci, der eine oder andere kann es wahrscheinlich auch schon denken, ist nicht so weit hergeholt. Boah, der ist schon Maschallah. Ja, und da, schenkt er ihm das oder muss er das bezahlen? Ich mag die schon gerne, Digga. Ich mag auch, man muss auch sagen, gerade letztes Jahr und dieses Jahr, aber speziell ist so dieser Beige-Ton und so sehr in Trend gekommen. Safe. Auf diesen Braunton, ich habe davon noch einige andere Sachen, auch von der Qualität und so, ist warm. Qualität, Baba, ist warm. Wärme geht. Ist also man muss schon was drunter ziehen, das ist jetzt keine fette Winterjacke. Ja, erstmal auf den Boden legen, Digga. Die 2000-Euro-Jacke erstmal auf den Boden, erstmal gucken. Oh, Digga. Vom Kreuz. Noch bisschen, durch. Ne? Ja, Digga, es ist halt einfach bei diesen Sachen hier einfach, dass du dir eine Größe, die, also... Hat aber was, muss ich sagen. Bruder, ich gehe mit meiner Freundin shoppen und guck bei ihr in die Hose so, also... und dann steht da Größe 3. Oder beim Oberteil Größe 3. Ich bin so oldschool, ich kenne nur L, XL, M. Aber ich finde, das sieht gut aus sogar tatsächlich. Also ich feiere irgendwie die Jacke, weiß ich nicht, jetzt immer mehr auf jeden Fall, jetzt, wo ich sie bei so einem hübschen Typen wie Monte sehe. Dieses... Wolle, sag ich mal, weiß ich nicht, feiere ich nicht so, aber hat irgendwas. Dann so, also vom Ja, stimmt, Digga, wenn die 2000-Euro-Jacke so aussieht wie 800, Digga, dann bin ich da raus. Boah, doch, Digga. Die ist schon, mashallah. Die ist schon echt wunderschön, Digga. Safe. Auf jeden Fall hat er die in meinem Lambo-Vlog gesehen, oder Lambo-Video, wie fandest du die denn? Ich hab nur reingeskippt, um zu gucken, wer... Ich weiß nicht, wie teuer die ist, ja, Kessler, ist einfach nur geschätzt. Gesehen, Digga. Ich habe aber die Jacke. Schade. Tour 400, okay. Ich habe die Jacke da gesehen. Ja. Und ich finde, Digga, die ist King. Ich kann die gleich mal oben zeigen. Wir können mal direkt hochgehen. Übrigens, Freunde, das erste Mal, dass ich das hier sehe, ist schon mies. Also ist schon echt eine schicke Hütte. Also ich höre von jedem, der hier das erste Mal ist, dass alles viel größer wirkt als in dem Video. Also ich habe keine richtige Relation. Ja, wisst ihr was, Leute? Ihr könnt mich halt haten, wie ihr wollt. Aber ich war derjenige, der da auch schon mal lang gegangen ist. Tja. Ich skippe nämlich deine Videos auch nur. Ich finde, es ist sehr clean alles. Ich habe, glaube ich, nur den Rohbau gesehen am Anfang. Oha, und voll abgehoben. Nein, Treppenhaus wusste ich jetzt nicht mehr so genau, wie das schwierig. Man muss auch sagen, es hat sich auch viel... Ja, wenn man nicht wie so ein Fanboy rüberkommen möchte. Ja, also ich habe ja jetzt auch nicht viel geguckt. Also ich habe nur so gesehen, als das Haus gebaut wurde, war ich mal hier. Aber jetzt weiter habe ich das nicht betrachtet. So. Ist eigentlich noch der gelbe Fleck da hinter der Wand? Ich glaube, ich muss auf jeden Fall in nächster Zeit auch nochmal mir das Video angucken, wo das Haus noch so seinen Ursprung... Ja, aber jetzt hat es mir gerade so eingefallen, das ist auch so unangenehm. Ich habe auch mal so einen getroffen gehabt, also ich glaube, das war bei irgendeinem Fantreffen, Gamescom oder so. Mit dem habe ich auch so relativ lange geredet gehabt und war halt übelst der Fanboy. Ist ja auch nicht schlimm, man darf ja auch Leute feiern, so, ne? War jetzt auch nicht unangenehm oder so. Was dann unangenehm war, also der hat mich mir wirklich schon so, also der wusste schon so Sachen über mich, wo man schon so ein bisschen mich auf jeden Fall kennen muss, also schon ein bisschen sehr kennen muss. Und am Ende meinte der so, ja, aber ich gucke auch nicht so viel, ne? Nicht, dass es jetzt so komisch rüberkommt. Und ich denke mir so, Digga, du kannst mir mein ganzes Leben erzählen und sagst dann so, ja, aber ich bin jetzt kein Fanboy, ne? So viel gucke ich halt nicht. Wo ich mir so denke, Bro, also es ist ja nicht schlimm, das zu tun, so, ne? Ich mache ja auch kranke Videos. Aber es ist immer so unangenehm, wenn sich Leute dann so rausreden möchten, meist im Sinne von so, ja, ich feiere dich ja eigentlich auch gar nicht so, damit die nicht so komisch rüberkommen, obwohl halt genau das komisch ist dann. Weil überall wurde was geändert. Nur jetzt, wenn du überlegst, in dem Bereich, die Geländer wurden anders gestrichen, die Glasscheiben wurden getönt, der Fußboden wurde hier geändert. Das Ankleidzimmer wird ja mal klein. Ja, das kenne ich ja. Ja, das war schon krass, ey. Nee, ey, das ist ja wieder... Agatha hat wieder Dings, ey, Mann! Oder doch nicht. Oder die Hose dazu. Kleiner Insider-Tipp von mir, Digga. Die Ralph Lauren Jogginghosen sind die besten Jogginghosen, die ich jemals getragen habe, Digga. Das Einzige, was die haben so schnell Fussel an der... ja, okay. Wie gefällt dir das Ankleidzimmer? Ja, lass dich mal ein bisschen gucken. Ich bin jetzt hinter der Kamera. Willst du auch mal kurz halten? Ja, warte mal. Ist schon ein kleiner Männertraum, sag ich dir ehrlich. Zeig mir mal dein Piece, wo du so ein bisschen sagst, ist deine Sünde. Soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Ich habe 70% der Sachen, die hier hängen, noch nicht getragen. Das zum Beispiel ist einer meiner absoluten Lieblingsdinger. Ja? Ja. Dir ganz ehrlich, Digga, der ist wunderschön, der Pullover. Aber hast du den nicht auch gestern bestellt? Ich habe gar nichts bestellt. Ich schon mehr auf diese Rentnerbasis bist. Also das ist ein Piece, wofür ich, sage ich dir ganz ehrlich, sehr viel Komplimente auch bekommen habe. Ja? Ja. Von wem? Von Kollegen. Von Omi. Der sitzt auch übelst bequem. Hat auch eine Funktion. Das ist bei meinem Vater auch immer sehr wichtig, dass die Sachen eine Funktion haben. Der kauft immer von Aldi, sag ich dir, wie es ist. Mein Opa war von Woolworth. Ich mag halt gerne diese gestreiften Sachen, ne? Oder... Ja, sieht schon gut aus. Auch sowas hier, Digga, habe ich auch bei mir im Stream mal angehabt. Aber Red hat dich im Livestream auseinandergenommen. Sätze, die noch nie jemand ernsthaft gesagt hat. So, da haben die Leute auch gesagt, so, oh, voll rentnermäßig. Aber Bruder, ich finde das erstmal was anderes. Und dieses gestreifte Muster fühle ich halt auch, ne? Größte Sünde. Die Burberry finde ich krass, da oben, muss ich schon mal sagen. Die hier? Ja. Ja, das sind auch die Pieces von Burberry, die ich auch mit am. Also, ich muss auf jeden Fall sagen, bevor wir da jetzt weiter gucken, mein größter Fail-Kauf
war auf jeden Fall safe. Ich habe mir mal einen Louis-Pullover geholt, den ich sogar eigentlich mega geil fand. Der war so schwarz und hatte so das so LV-Monogramme halt drauf, die aber so teilweise, so als wenn so ein Tiger da so reingekratzt hätte quasi, ne, wie so ein bisschen kaputt, sag ich mal. Schwer zu erklären, vielleicht kann irgendwer ein Bild davon reinsenden, was ich eh nicht öffnen werde. Auf jeden Fall, das habe ich mir geholt und das hat, glaube ich, 980 Euro gekostet. Und das Ding ist, also wir sind jetzt auch generell keine Experten, was so Wäsche waschen und so weiter angeht. Und der ist in der Wäsche eingegangen. Ich hatte den halt original zweimal an und der ist eingelaufen. Und den hat Timo. Den habe ich Timo geschenkt, weil der war wirklich, weiß ich nicht, der war dann halt S so, ne, SM. Der war vorher L. Richtig bitter. Also da habe ich mir auch so gedacht, scheiße, ey. Ich habe auch noch so ein, das gleiche auch mit einem Off-White-Pullover, der war auch so aus Wolle, der ist auch einfach eingelaufen. Das war auch richtig dumm irgendwie. Ich weiß, ich kann sowas nicht waschen, seitdem passe ich da auch halt mega auf, welcher Stoff das halt ist. Den habe ich dann, den habe ich nicht mal, der hat nicht mal Timo gepasst, aber wisst ihr, wem er gepasst hat? Tatsächlich, hier, wie heißt der denn? Tarn. Tarn Schäfer hat den dann bekommen, der mal bei Julians Blog war, vielleicht kennt ihr noch einige. Der hat den dann bekommen, so. Ja, Mann, der hier ist es sogar tatsächlich. Warte, ich muss hier erstmal. Nein, ich will da nicht joinen. Hier, der hier. Der war's. Den hatte ich. Ich fand den mega geil. Also, ich finde den immer noch super cool, aber. Ja, gut, das ist jetzt auch nicht ganz wie eine Tigerklaue, ne? Aber so abgenutzt, sage ich mal. Finde ich eigentlich sehr, sehr geil tatsächlich, aber. Ja, sollte auf jeden Fall nicht sein. War jetzt nicht so mein Stoff, um ehrlich zu sein. Das waren auf jeden Fall so die größten. Die größten Dings. Ich hab dir doch gar nicht die Schuld gegeben. Nein, aber pass auf, im Chat wird das die ganze Zeit geschrieben. Jawohl, ich schreib mal, wäsch mal auch mit der Hand. Leute, das weiß ich. Aber Tim hat das immer einfach in die Wäsche geschmissen. Und ich hab dann immer, wir haben drei verschiedene Wäschekörbe. Einmal helle Wäsche, dunkle Wäsche und halt Handtücher, so 60 Grad Wäsche. Und ich hab dann einfach immer alles, was da drin ist, direkt in die Waschmaschine getan. Und am Ende hat Tim mir die Schuld gegeben, obwohl er so Handwäsche da einfach reingeschmissen hat. Der Idiot. Du hättest ja gucken können. Tim, ich suche da nicht jedes Du hast, doch, du hast sogar gesagt, unsere Waschmaschine hat sogar ein Handwäscheformat. Ja, genau. Aber ich wusste nicht, dass diese Klamotten dazwischen liegen. Denkst du, ich gucke mir alles ganz genau nochmal an. Naja, so du ein musst riesiger doch, Pullover, den kriegt man schon halt mit. Halt doch dein Maul. Nein, weil doch. Das zwischen den anderen Sachen war. Trotzdem ich hab einfach nur so reingestopft. Trotzdem sieht man den. Nein. Doch. Nein, doch. Was laberst du, Alter? Mach doch deine Wäsche selber, du Schwanz. Zu, zahl doch mal Miete. Mach deine Wäsche selber, Schwanzkopf. Ja gut, zahl dein Internet selber, ganz einfach. Ich bin ganz kurz AFK, ich muss mal kurz das WLAN-Passwort ändern. Nein, Spaß. Allermeisten. Die haben eine neue Kollektion rausgebracht, da waren viele geile Pieces dabei, die fand ich ja. Auch sehr, sehr das Schachbrett war 800 Euro. Das Schachbrett hat 2000 Euro gekostet, das ist schon mal das erste und ich muss immer noch sagen, dass ich das mega geil finde. Also das ist tatsächlich, obwohl das halt so teuer war, habe ich das komischerweise halt nicht, habe ich das nicht bedingst hier, nicht, wie heißt das denn, oh, wie sagt man denn, habe ich das nicht bereut, das zu kaufen, weil ich das geil fand, um ehrlich zu sein, also immer noch. Ich spiele damit nicht so oft, weil ich habe wenig Freunde, die wirklich Schach spielen, aber am Samstag waren ein paar Kollegen hier, da haben wir das zum Beispiel wieder genutzt, also ich finde das mega. Aber ich... Machst du nicht? Nee, Digga. Das ist mir ganz beieinander. Also ich weiß jetzt, ich habe die neue Kollektion natürlich jetzt nicht vor Augen zu 100%. Kapuze on fleek, würde ich sagen. Boah, ich habe die jetzt falsch rumgezogen. Das fühle ich schon, also es sieht richtig geil. Das finde ich auch mega, Digga. Das finde ich echt geil, das gibt's leider nirgendwo. Das wollte ich mir auch nachkaufen. Ich weiß gar nicht, hatte Montana Black, ich glaube, das war's. Ich glaube, das haben wir, nachdem wir von Montana Black weggefahren sind, haben wir gesucht, ob es den irgendwo gibt. Keine Chance, Digga. Brauchst du nicht. Yes, das heißt, Tom, wenn du das siehst, ich würde mich auch über ein Geschenk freuen. Gibt's auch noch mal im Blau, den habe ich auch noch irgendwo im Blau. Ich habe mir viele Sachen von Burberry geholt, die ich noch nie getragen habe, muss ich gestehen. Digga, das ist ein geisteskrankes Ding. Der ist auch geil. Finde ich. Den Streifen anders. Finde ich auch schon wieder schwierig. Findest du ehrlich schwierig? Ich mache ja auch viel auf der Straße und so. Manchmal sehe ich auch den Stoff öfters mal bei Obdach. Ach komm, scheiße. Ich verkaufe die letzte Reaction auf deine scheiß Videos. Den finde ich zum Beispiel auch wieder sehr nice, ne? Von Fendi. Nee, der ist gut, den sowas kenne ich ja. Wer ist denn das jetzt, Junge? Ja, das sind die ich gerufen habe. Nee, warte, ich gucke auf Kamera erstmal, bevor ich überhaupt runtergehe. Darf ich mitgucken? Nee. So, Bruder Agatha ist jetzt unten. Ich hab jetzt freien Lauf, Junge. Wo sind die Uhren? Ich muss übrigens auch sagen, Zara genauso gut. Ja, es ist auch eigentlich mega dumm, sich Markenklamotten zu kaufen. Auf jeden Fall safe. Also ich glaube, ich habe meine Phase mit den ganz teuren Klamotten, glaube ich, auch langsam hinter mir auf jeden Fall. Weil ich mir so denke, eine Rolex am Handgelenk und ein H&M-Pullover, so, das reicht auch. Dann wissen die Leute auch, dass da was abgeht.
Ich muss tatsächlich sagen, irgendwie mein Style ändert sich, glaube ich, gerade irgendwie wieder in eine ganz komische Richtung. Also ich hatte ja erst gar, also was heißt so Style, sage ich mal, so was ich halt gerne trage. Am Anfang war es ja einfach gar nichts quasi, da war es egal, einfach irgendwas. Und wenn der Pullover 5 Jahre alt ist, Hauptsache der, selbst wenn der Löcher hatte, war eigentlich auch egal. Dann hatte ich ja meine Into the Am-Phase, wo ich als Weltraum rumgelaufen bin, was ich immer noch so geil finde. Wir waren mal auf einer Halloween-Party von der Uni, weil wir ja ein paar Freunde haben, die studieren. Und das war auch so eine Party, wo man sich halt verkleiden musste. Und da bin ich hingegangen als Universum. Also ich hatte wirklich so eine Jogginghose, die mit so quasi als Universum mit so Sternen und so weiter halt bedruckt war. Dann hatte ich ein T-Shirt, was halt so ganz viele Sterne hatte und ein Pullover. Also wirklich, ich bin komplett als Universum gegangen. Und bei Verkleidung ist man kostenlos reingekommen. Und ich meinte so, ja, so laufe ich ja nicht jeden Tag rum halt. Ne? Und die meinten so, ja, okay, das stimmt schon, du kannst reingehen. Und Gina hat irgendwie sich extra einen Rock angezogen, sich extra ein Oberteil gekauft, so Mickey-Maus-Ohren, hat sich geschminkt. Und die meinten so, nee, das ist keine Verkleidung, du musst zahlen. Das habe ich so gefeiert, Alter. Ey, ich habe einfach nur geguckt, was es halt so gibt. Hab's einfach so angezogen, weil ich dachte, ja, Universum, Digga, mega. Und bin kostenlos reingekommen und sie nicht. Ah, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Also, dann hatte ich halt meine Into-the-M-Phase. Danach bin ich ja, so immer so ein bisschen Richtung Markenklamotten auf jeden Fall gekommen, ne, wo ich jetzt ja auch ein paar Pieces von irgendwie so, weiß ich nicht, Burberry, Louis habe, eine Sache von Gucci, also nur Schuhe halt. Ich muss sagen, dass ich jetzt gerade aber wieder so, jetzt gerade bin ich irgendwie in so einem seriösen Film seit ein paar Tagen. Ich habe mega Bock, mir so seriöse Sachen zu kaufen, weißt du, so Hemden, so Ralph Lauren Pullover, also richtig so Pullover mit so V-Ausschnitt und so weiter, weißt du, was so ein Versicherungsmakler tragen würde. Jetzt nicht so anzugmäßig, weißt du, aber auch dann so diese passenden Hosen dazu, wie auch immer die heißen, oder Jeans halt. So Hemden, Digga, Hemden auch. Digga, wie heftig sind Hemden eigentlich? Man nie gesehen, aber jetzt auf einmal habe ich mir gedacht, Bruder, Hemden sind absolut heftig. Ja, muss mal gucken. Also wenn ihr mich bald auf jeden Fall dann in solchen Klamotten seht, dann wäre lustig eigentlich, ne? Oder auch für YouTube, Digga. Stell dir vor, Kuchen TV im Anzug irgendwann bei Kuchentalks. So sein mit den Uhren. Ja, Kuchentalks gegen ABK im Anzug, Digga, das wäre auch krank. Aber egal, wir gucken jetzt mal ein bisschen nach. Cool. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, so Hemd und so weiter passt bei mir auf jeden Fall deutlich besser als so Off-White-Markenklamotten, ne? Viele alte Klamotten auch noch dabei, ne? Der ist gerade gekommen, Agatha. Ja. Das war wie in so einem Horrorfilm. Du guckst und dann von der Seite fängt er einfach an zu reden. Der ist richtig gut, finde ich. Kulturpark. Ja, Bruder, ich habe hier halt viele Sachen hängen, die ich noch nie getragen habe, ne? Den zum Beispiel so, den habe ich mir gekauft, Digga. Von Chicago Bulls, Digga, habe ich noch nie getragen. Von Marcelo Boulin, eine Kooperation war das mit Bulls. Aber dafür, Digga, hier mein Heiligtum, Bruder. Auf arrogant. Ach, die Unterhöschen. Ja, Digga. Digga. Aber Unterhosen sind wichtig und richtig. Und wie ich auch immer predige, davon kann man nicht genug haben. Zum Beispiel hier. Socken, 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 Socken und Unterhemden. Und Digga, ich wäre froh, wenn ich mal 5 Sockenpaare habe, Alter. Ich kaufe immer Socken, die sind immer weg, keine Ahnung. Unterhemden, Unterhemden, Unterhemden. Was ich gerade gesehen habe, was ist das hier für eine Hase? Auf Versace angelegt. Habe ich mir auf Malta gekauft, weiß ich noch. Auch noch nie getragen. Ja, das Ding ist halt einfach, ich bin ja auch jemand, der seine Sachen zu 95% online bestellt. Hm. Und oftmals sieht das halt online besser aus, auch an den Models so dran. Weißt du, wie ich meine? Und dann behältst du die aber, schickst du nicht zurück? Also ich schicke nie was zurück. Ja, kenne ich. Bin auch zu faul, um zurückzuschicken. Ich habe jetzt zum Beispiel mal, ich hatte mal mit einem aus meiner Mannschaft, hatte ich mal eine Wette gemacht. Wir haben Fußball gegen die Tischtennis-Leute gespielt. Und der hat neue Fußballschuhe gebraucht, ne? Und Dankeschön erstmal Madaios für die 2 verschenkten Subs. Und ich meinte halt zu ihm, ja, wenn du, ich weiß gar nicht, ich glaube 6 Tore schießt oder so, dann kaufe ich dir neue Fußballschuhe, weil ja der nicht so die Möglichkeiten dafür hat. Und ich dachte so, ey, ne, warum nicht, ist doch lustig. Und hat er auch gemacht tatsächlich. Und dann habe ich ihm Fußballschuhe gekauft, sogar irgendwie gerade die besten, die auf dem Markt sind, zumindest laut, also den Testsieger halt geholt. Und ich habe einfach die falsche Größe geholt, und zwar Größe 38. Und die hätte ich auch eigentlich wieder zurückschicken können. Ich habe die halt immer noch hier, ne? Ich weiß gar nicht, liegen die hier? Ja, Mann, die liegen, guck mal da hinten, da seht ihr sie sogar. Da ist noch der Karton, der liegt da schon seit 5 Monaten. Also jetzt nicht genau so, ich habe den schon auch mal woanders gehabt, aber ich bin einfach zu voll, um solche Sachen zurückzusenden. Ich weiß nicht, warum. Es ist mir viel zu viel Aufwand irgendwie, das wieder einzupacken, dann Versandetikett drauf zu machen, so, und das dann zur Post zu bringen und, oh, ich weiß nicht, Digga, finde ich cringe. Ich habe 38, ja, kannst du gerne haben, Digga. Entweder verschenke ich das oder... Ich habe auch schon mal überlegt, die zu verlosen, aber da müsste ich ja das Gleiche machen wie beim Zurückschicken, halt zur Post gehen, ne? Und das ist immer sehr schwierig. Mir hat auch jetzt einer geschrieben, der hat einfach beim Gewinnspiel gewonnen gehabt, damals, wo ich diese Bücher von Dings verlost habe, von Lotto King Achim, und da habe ich auch nicht alle weggeschickt.
Und habe ich auch gesagt, ey, ich habe die Bücher nicht mehr, ey, ich gebe dir einfach Geld, komm, dass du wenigstens irgendwas kriegst. Hat er sogar Plus gemacht, das Buch hätte weniger gekostet. Steht halt hier rum, ne? Das finde ich zum Beispiel richtig fresh, Das finde ich geil, das habe ich auch in Rot. Rot, Blau. Ja. Schwarz-Weiß geht immer. Aber das ist ziemlich teuer gewesen für das wenig, was man bekommt. Und naja, alle Louis-Klamotten mit diesen Sachen drauf sind extremst teuer, Digga. Das ist extremst teuer, aber überdurchschnittlich teuer im Verhältnis zu Louis. Ich habe irgendwo ein richtig geiles Louis-Shirt, aber für die ich weiß nicht, wo er hingetan hat. Scheint wohl noch in der Wäsche zu sein oder so, kein Plan. Ich kann mich noch erinnern an eine Hose, die hatte diesen... Ah, das ist schon krass, ne, so viele Sachen, ey. Das Ding ist, bei mir ist allerdings halt genau das gleiche, ey, ich hab zu viele Sachen für meinen Kleiderschrank. Das triggert mich extrem, ich kann da nicht reingucken. Also ich habe ja erstmal eine komplette Schublade, so eine große Schublade, halt voll mit Fußballklamotten, wirklich komplett. Das ist so unglaublich nervig, weil da halt so viel Platz weg ist. Wirklich, ich krieg den nicht mal richtig zu. Ich musste die schon in eine andere Schublade mitstecken, weil ich irgendwie mir zu viele Klamotten, also zu viele Trikots kaufe. Bisschen nervig auf jeden Fall. Und habe auch so viele Pullover und so weiter und T-Shirts in letzter Zeit. Also ich weiß nur, früher, da hatte ich vielleicht von allen so 7 Sachen oder so, keine Ahnung. Und jetzt halt mehr, als ich brauche, was mich sogar gerade ein bisschen nervt, muss ich sagen. Also ich merke selber so, ey, eigentlich muss man sich nicht jede Woche neue Sachen kaufen, ne? Print, die hatte ich mal an Silvester an, oder da muss ich sagen, da wurde ich aber ein bisschen ausgelacht. Hose, der auch schwierig, aber das T-Shirt selber, also ich wurde schon oft im Stream nach Mode gefragt, aber die Valentino-Pieces mit dem Camouflage, die sind, also da haben die Leute immer gefragt, oh, woher hast du die, woher hast du die? Wirklich? Ja, wirklich, voilà. Ein so T-Shirt kostet so 400 Euro ungefähr. Das ist geisteskrank. Das macht keinen Sinn. Ja, du hast dir das Ding hier gekauft. Was? Habe ich die nicht verkauft? Ja, für Minus. Ja. Auf Trade. Auf erfolgreicher Trader. Ja. Das muss ich sagen, das ist echt schon... Das ist geil, Digga. Das haben wir auch gesehen, wo wir da waren. Alter, das ist heftig, Mann. Was ganz Geiles. Und hier wird immer richtig... Hier lass ich es mir gut gehen, Digga. Ja. Schön großes Bett. Ja. Und ja, Digga, ich glaub, Monte ist wirklich ehrenlos im Bett, Digga. Also ich wette, der macht keine Kompromisse, Digga. Ey, der haut dich von vorne bis hinten weg im Bett, glaube ich. Wirklich, Real Talk, Digga. Da bin ich mir 100% sicher, Digga. Er weiß, was er will, Digga, und er setzt das auch durch, Digga. So stelle ich mir das vor. Was sagt ihr? Schreibt mal in die Kommentare. Überlegt mal, so ein Format zu machen. Was denkt ihr, wie YouTuber im Bett sind? Was würdet ihr sagen, wie ist so Bibi und Julienko? Bei denen glaube ich, die haben so richtig niedlichen Sex. So, ich glaube, die fangen so richtig an, so zu kuscheln, weißt du, und dann langsam näher zu kommen und so, dann so ein bisschen so Finger und so richtig niedlich. So würde ich, glaube so, Digga. Ich glaube, so sind die auf jeden Fall drauf. Na, safe, Digga. Aber ich weiß nicht, ist es bei euch eigentlich auch so, ich kann mir meine Freunde nicht beim Sex vorstellen, so überhaupt nicht. Ich weiß nicht, also das liegt vielleicht auch daran, dass wir halt wirklich die ganze Zeit ironisch sind und die ganze Zeit scheiße labern. Ich kann mir das nicht vorstellen, irgendwie so, ich weiß nicht, keine Ahnung. Wenn ich mir so denke, wie der steckt da einen rein? Niemals, Digga. Keine Ahnung. Hier knackt's ab und an mal. 13 Mal, Digga, in 2 Minuten. Echt, ich muss das unbedingt unter Kontrolle kriegen. Ich sag dir auch ehrlich, es war gar nicht so viel mehr teurer, sich das anfertigen zu lassen, als zu kaufen. Ach, auch Sonderanfertigung. Ja. Aber ich habe also 1,5-2 mehr bezahlt für die Anfertigung. Ist ja nix. Ja, ich fand das auch wichtig. Und ich fühle mich sehr wohl in dem Bett, Digga. Das kann ich dir so sagen, wie es ist. Hier haben wir auch so viele Sachen, Digga. Guck mal, zum Beispiel die Burberry hier, Digga. Bruder, habe ich noch nie getragen. Guck mal, sogar noch Preisschilder dran. Die hat wieder komisch gesessen. Die ist geil, die ist richtig krass. Ja, ich habe mir auch so eine Jacke geholt. Von, ich weiß gar nicht, welche Marke das war. Die ist so richtig lang. Die ist lila auch. Ich habe die voll gefeiert, als ich die online gesehen habe. Die hat locker so 300 Euro gekostet, ich habe den nicht einmal angezogen. Ich weiß nicht, weil ich habe jetzt zwar keinen Style, aber ich versuche wenigstens jetzt ein bisschen minimal drauf zu achten, dass ich nicht mit irgendwelchen, mit so ganz komischen Kombinationen rumlaufe, wie ich das zumindest halt denke. Ich habe nichts irgendwie, wo ich jetzt sagen würde, okay, das kann man halt tragen, ne? Weißt du mal, warum das ABK-Video nicht anschaut? Du meinst das, worauf ich schon vor 3 Tagen reagiert habe? Ich glaube... Digga. Das könnte, eigentlich ist es keine Sinne, Digga. Doch, ja, ein bisschen. Aber ist beidseitig, ne? Kannst du beidseitig tragen. Erinnert an Barca. Digga, da fand ich auch mal eine Jacke von Lacoste richtig geil. Die war auf der einen Seite, glaube ich, so Standard, so weiß, so ein dunkles Weiß, graumäßig. Auf der anderen Seite war die, glaube ich, orange oder so. Und die konntest du auch halt
beidseitig tragen. Digga, ich liebe Klamotten, die du beidseitig tragen kannst. Keine Ahnung warum. Fashion-Zeit von Viscabasa. Na Freunde, ich muss mal nebenbei sagen, wir haben gerade ein bisschen gequatscht, dies und das. Sehr, sehr tolle Themen. Sehr, sehr viele Erfahrungen oder Sachen, die hast du schon durchlebt, die ich wahrscheinlich erst gerade durchlebe. Oder die mir manchmal auch vielleicht ein bisschen wehtun. Sehr, sehr toll, mit jemandem sich auseinanderzusetzen, der das vielleicht schon durch hat und einem auch ein, zwei Tipps geht. Deswegen gerade ein bisschen ruhiger. Nee, wir machen mal weiter. Bedanke ich mich schon mal an der Stelle. So, jetzt erstmal die Hose ausziehen. Wurde auch schon mal Ahnung. Ah, da will er irgendwie entkommen der ganzen Situation. Ja. Nicht bei mir. Den habe ich schon Ewigkeit. Diesen Baseballschläger habe ich bestimmt schon 13 Jahre. Und zwar, ich hatte ja den Schlüssel von der Schule. Mhm. Und habe da die Sportumkleiden und so leer gemacht. Aber in diesem einen Raum haben die Baseballspieler ihre Sachen liegen gelassen. Und da habe ich mir mal diesen Baseballschläger rausgeklaut. Der ist schon asbach uralt. Und der wurde auch schon mal benutzt? Also gegen Menschen meinst du? Nein. Oder gegen Tiere? Nein, niemals, nein. Ich hab den schon oft mitgenommen, ja. Aber was willst du auch machen, wenn 3, 4 Leute an deinem Haus sind und ich klingeln verstehe. Und weglaufen? Ich weiß ja nicht, was das für Arschlöcher sind, dann laufe ich da erstmal hinterher. Der einzige Grund, warum ich dieses Ding benutzen würde, ist, wenn mehrere Leute auf mich losgehen. Yes. Oder eine Person mit einem Messer oder sowas. Deswegen ist es wirklich nur, wenn ich Angst habe vor mehreren Leuten, die mich bedrohen in meinem eigenen Eigentum. Der ist hier, Digga. Den habe ich da hingelegt, damit ich ihn nicht mehr sehe, weil ich ihn nicht brauche. Mhm. Weil ich keine Lust mehr auf diese Kacke habe. Ich bin älter geworden. Ganz lustige Geschichte. Letztes Mal, als ich nach Hamburg gefahren bin, im Zug, ich hatte meine Maske nicht richtig auf, ne? Gegenüber war ein älterer Herr, 40, hat mich voll angeschrien mäßig. Ich muss nur mal kurz Luft holen, tut mir leid, das ist nicht perfekt. Der schreit mich komplett an, Choleriker, irgendwas. Ich sag so, boah, du Scheiße, die Fresse, dreh mich so weg. Auf einmal steht der auf, was hast du gesagt? Aber ein Dünner, so mit Brille und so, ne? Ich dachte, was will der jetzt? Auf einmal, batz! Zieht er mir eine richtige Schelle, ne? Hat er eine Schelle? Der hat mir eine richtige Schelle gezogen. Ab mitten im Zug so, ich aufgestanden, bam bam, zweimal, der ist weggeknickt. Würdest du mit so einer Situation umgehen? Aber ja, wahrscheinlich hat er den weggehauen. Nee, kann schon sein. Boah, wie würde ich damit umgehen? Das ist schwierig. Ich glaube, ich würde nicht damit klarkommen, mich einfach, das einfach so liegen zu lassen, im Sinne von so, ja, okay, Digga, hast mir eine gescheppert, ich gehe jetzt einfach weg. Ich glaube, ich würde auch, würde hauen, aber dabei rufen, er kommt direkt auf mich zu! Damit jeder guckt und wenn er dann fällt, dann denken alle so, ja okay, der andere hat ja zuerst angegriffen, das passt schon. Den auch so lange schlagen, bis er keine Gefahr mehr ist. Der ist auch weggeklappt, aber er hat danach noch gesagt, ich habe gesagt, hat's geschmeckt. Er sagt so, ich habe schon mal härtere Schläge bekommen. Ich mir auch nur dachte, Bruder, okay, dann... Gewalt ist keine Lösung. Trotzdem geileres Leben. Ja, sehe ich auch so, das ist auch... Halt Real Talk, das ist doch immer genau das, was ich mir denke, wenn ich so richtig dumme Hate-Kommentare oder so kriege. Also gerade, habe ich auch schon gesagt, es gibt so Leute, die mir halt wirklich gerade alle 2 Tage irgendwas Schlechtes schreiben, wo ich mir so denke, ja okay, Digga, dann magst du mich halt nicht. Ich hab trotzdem ein geiles Leben, so was willst du machen, Bro? Ich hab schon mal bei Montana Black gechillt und du? Wenn man angegriffen wird, dass ich verteidigen muss, genau. Dann kann man's machen. Was sagst du dazu? Die habe ich auch so ähnlich. Das ist, glaube ich, nicht genau die. Der Aufdruck, Baba. Die sind wunderschön, Digga. Die sind auch sogar bequem. Also ich hab Schuhe, warte mal. Die sind von der Freundin auf Prada, Digga. Hier, Digga. Das sind die Moncler. Das ist, welche Schuhe ist das? 46? Was hast du ihm eingeladen? Oder ich komm nicht in diese Schuhe rein. Er hat sogar mal im Stream gesagt, dass wir gerne Kaffee und Kuchen drehen können. Und dann habe ich ihn gefragt und er hat ja gesagt. Wo habe ich mich eingeladen? Aber vor allem, ich meine, selbst wenn, bin ich trotzdem da gewesen. So juckt doch nicht, Digga. Immer ein bisschen aus wie so Gummigeschichte. Die sind sehr bequem, so habe ich mir sagen lassen. Ich bin ja schon Rentner, ne? Bruder, ich komme nicht in diese Schuhe rein. Digga, es... Und hat nur ja gesagt, weil Angst hat, dass ich ihn zerstöre. Es geht nicht. Ich komme da nicht rein. Also, der Fuß explodiert. Ich komme nicht rein. Es geht nicht. Probier doch mal, ob du da reinkommst. Du kommst da rein? Ja, absolut. Das klingt als richtiger Tomatenkopf des Markus, Digga. Also, fühlen die sich gut an oder nicht? Ja, absolut nicht. Nee, das wieder 400, 500 Euro angezündet, Digga. Du bist vorhin über die Wand ein bisschen Wasserzeit. Ja, das ist auch der Grund, warum ich mir gerade irgendwie auch keine Markenklamotten mehr kaufen möchte irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe auch schon Sachen gekauft, die einem dann irgendwie nicht passen oder wo man dann doch sagt, ey, die sehen doch gar nicht so geil aus, die man dann doch irgendwie nicht so oft trägt. Das ist halt immer voll bitter, ne? Wenn du dir jetzt was bei Zara holst für 20 Euro und du trägst es nicht, dann sind es halt 20 Euro so. Wenn du halt aber irgendwas von Louis nicht trägst oder so, dann sind es halt direkt 800 oder 900 Euro, die halt weg sind. Ne? Das ist immer sehr, sehr bitter. Von 2014, so. Ja, verpiss dich, Alter. Den habe ich mir, glaube ich, 2015 oder so mit Elotrix zusammen gekauft beim Shoppen in Phoenix. Ja, ich finde den geil. Da in Hamburg. Schönes Ding. Die Leute haben sich darüber lustig gemacht. Ich finde das immer noch echt schick, das Ding. Sieht top aus, ja, mit den Blitzen vor allem. Boah. Da siehst du, kommst du schon ein bisschen anders rüber. Ein bisschen fett. Sag mal ehrlich, die ist schon Baba, oder? Ja, um Respekt einzuflößen, ist die gut, aber... Ich habe die auch noch in Stoff. Habe ich mir damals aus dem NBA-Store aus Amerika bestellt. Das sieht ja mehr so aus, als ob du mal rausgehst und mal ein paar Leute einschüchterst. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe mich in meinem Leben noch nicht einmal geprügelt. Ich habe immer nur aus dem Maul gekommen. Das glaubt man dir sogar bei dem Gesicht. Schnauze, Alter. Die Jacke habe ich mir mit von meinem ersten YouTube-Money geholt. Alpha Industry war damals, Bruder, auch jetzt immer noch eine stabile Marke, aber damals wollte man Alpha Industry, war das Nonplusultra. Das ist, oha.
Ja, ich weiß nicht, einfach Industries war immer so eine Marke für Asoziale, bei uns zumindest in der Schule irgendwie. Das war, also die Leute, die es getragen haben, fanden es cool. Alle anderen haben so gedacht, ey, ich kann nicht weg, Digga. Benutzt einen Sprühkopf. Ich muss einmal ins Spiel gucken für die Nostalgie, Bruder. Boah. Was ein Typ. Oh, Digga, die Jacke fühle ich ja immer noch mies. Bräuchte die, genau die nochmal frisch. Oder? Sag ey, sie sieht doch fresh aus. Ist das auch ein Mann, du. Meine Verbrecherjacke müsste hier auch noch hängen. Diese Jacke ist mindestens, ich bin jetzt 33, also die Jacke ist mindestens 16 Jahre alt, würde ich sagen. Zeigt dir, warum das die Verbrecherjacke ist, Digga. Die ist jetzt natürlich lange nicht mehr getragen und ausgelutscht. Das Band hört man ja. Ist kaputt, Digga. Nein, das ist kaputt, das Gummiband. Schwupps, weg ist er. Ah, das stimmt. Das ist halt einfach nicht aufgefallen. Hier habe ich meinem Kollegen Simon, aka Pferdepimmel Simon, dem habe ich das Ding abgekauft und ich habe ihm, glaube ich, 20 Euro mehr gegeben. Das Geld hat mir meine Oma damals dann gegeben. Also diese Jacke ist wirklich 100% ich früher. Ich kann die auch nicht wegschmeißen, weißt du, wie ich meine? Ab und an, es ist wie eine alte Freundin, so ab und an muss man einfach nochmal reinstibitzen. Sich dran erinnern. Du willst, dass das Ding mal hier startet? Ja, natürlich. Am liebsten würde ich auch mal fahren. Ich glaube, das wird laut. Ja, mach. Digga, schrecken. Yo. Boah, Digga, das ist doch mal ganz anders. Ich hab dir doch gedacht, du wirst dich erschrecken. Oder du Freak. Jeder erschreckt sich immer. Aber was ist mit deinen Nachbarn? Die kennen dich. Doch, die kennen das nicht anders, alles gut. Oh, jetzt GTA, sieht geil aus. GTA 6. Unglaublich, dass du noch Zuschauer hast, Lügner. Ich weiß nicht, ob du es mitkriegst, aber du bist auch gerade ein Zuschauer dieses Streams. Ja, wirklich, die Leute, es ist so... Das ist der nochmal dreimal lauter. Aber ich sag dir ehrlich, der Sohn ist auch einer der schönsten V8-Sounds, die ich gehört habe. Ist das Performante wahrscheinlich? Standard. Ja? Ja. Bruder, ganz, ganz anders. Wir lassen ihn mal ganz kurz ein bisschen laufen, ja, und dann mache ich gleich nochmal ohne Kaltstart-Sound. Bruder, Schlüssel steckt normalerweise einfach rein und weg. Oh mein Gott, ich hab das Gefühl, der hat nochmal geknallt, bist du in ein ganz anderes Universum, Digga. Ganz anders. Schön erstmal im Auto rauchen, ja, mein Digga, fühl dich. Ich hab dich auch gefragt, wie habt ihr das zugelassen bekommen? Es kommt in dem Video nicht ansatzweise so rüber, wie es in real ist. Dieses Auto ist kriminell laut. Jetzt will ich nochmal lecker geschimmert, du Fatz. Ist das so dein Leibgericht bisschen hier, wenn du mal bestellst? Leibgericht jetzt nicht. Ja, die haben bestellt. Ich aber mag allgemein Reis und vor allen Dingen mit Champignonsauce dazu. Ist köstlich, Digga. Sieht aber eigentlich ganz lecker aus, ne? Wie oft bestellt man das? Ich bestelle, muss ich ehrlicherweise sagen, eigentlich jeden Tag. Super. Hier ist aber eine gute Luft drin. Ja, das ist wegen der Belüftungsanlage, ne? Ja, das ist halt schon ein Monsterding, ne? Digga, das ist mal so ein Live zu sehen, das ist halt schon Ja, Digga, der Gaming Room da, der ist wirklich heftig, andere Mann. Nochmal, ne? Ist diese Infinity-Decke an? Nee, oder? Nee, die hier bei mir. Oh, Mensch. Ich glaube, das Aquarium brennt. Ich wollte, wer würde ich mir einen Koch holen? Ich glaube, Agatha kocht doch bei ihm, oder? Hat er das nicht mal gesagt? Aber keine Ahnung, wenn du jetzt davon ausgehst, weiß jetzt nicht, wie Monte drauf ist, aber wahrscheinlich kocht sie Mittagessen und abends muss er sich halt selber was machen. Und abends ist er dann halt nochmal warm, könnte ich mir vorstellen, ne? Das sag ich schon. So. Mit den Burgies. Stream, hast du heute irgendwas Besonderes vor? Ja, eigentlich immer relativ planlos in den Stream rein und ich denke mal ein bisschen GTA. Warum wurde das Kaffee und Kuchen nicht im Gamingzimmer gedreht? Boah, das ist eine gute Frage. Warum haben wir das damals nicht im Gamingzimmer gedreht? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich glaube, ich hatte direkt gesagt, dass ich oben drehen wollen würde, weil ich das Aquarium im Hintergrund irgendwie geiler fand. Und da konnte man auch besser die Kamera hinstellen und so. Und dann gleich geht's auf jeden Fall auch für mich los. Hat deiner Nähe auch so aufgefurzt? Ich glaube nicht. Sagen. War aber sehr entspannt, muss ich sagen. Findest du? Ja. Oh, ich fand's ziemlich scheiße. Dein Furz hat mir ein bisschen imponiert. Der war aber auch ganz komisch, Digga. Der hatte so einen ganz diesen anderen verdächtigen Sound. Ein bisschen feucht? Nee, gar nicht. Aber jetzt fängt meine Maschine halt direkt an zu arbeiten. Sofort. Hast du ein bisschen Laktoseintoleranz? Kann sein. Nein, habe ich nicht, Digga. Natürlich nicht. Ja, aber das würde dieses Furzen vielleicht erklären. Ja, aber von Laktoseintoleranz kriegt man Bauchschmerz, Durchfall im schlimmsten Fall und das habe ich in keiner Art und Weise. Siehst du einfach ein, meine Maschine arbeitet besser als deine. Raus sofort alles raus, was keine Miete zahlt. So. Das hat sich ein bisschen irgendwie falsch angehört, als ob du meine Maschine schon mal ein bisschen Zugang hattest. Ja, Bruder, was los? Okay, Bruder, würde ich sagen, bedanke ich mich nochmal bei dir. War echt cool, Mann. Hat mich echt gefreut, dich mal persönlich. Mich auf jeden Fall gefreut, dich mal persönlich kennenzulernen. Kein Problem, gute Heimfahrt wünsche ich dir. Egal. Ja, cooles Video auf jeden Fall, muss ich sagen. Also feiere ich. Weiß ich, irgendwie krass, ne? Man hat so ein Video von Tom irgendwie damals gesehen. Ich dachte so, hey, was ist denn das für ein Ekelhafter? Und wenn man sich da mal so ein bisschen mehr irgendwie mit seinem Content beschäftigt, finde ich, macht er eigentlich ganz geile Sachen, ne? Ich denke mal, genauso wird der Content auf Tim und Timothy jetzt auch werden, wenn wir irgendwann mal aktiv durchziehen.